Mein Name ist Sebastian Spindler, ich bin der Pressebeauftragte für den Berufsfeuerwehrtag heute hier in Almushof. Der Berufsfeuerwehrtag der Jugendgruppen Almushof und Boxdorf sowie der Arbeiter-Samariterbund Jugend Erlangen findet jährlich im Wechsel einmal in Almushof, einmal in Boxdorf statt. Dies Jahr sind wir in Almushof. Ja, bei dem Berufsfeuerwehrtag soll eigentlich die Wachschicht einer Berufsfeuerwehr nachempfunden werden. Hier haben wir das Gerätehaus in Almushof umgebaut zu einer Berufsfeuerwehrwache, einer fiktiven. Das heißt, die Jugendlichen halten sich hier 24 Stunden auf. Sie essen hier, sie schlafen hier, sie gehen hier verschiedenen Freizeitaktivitäten nach, sie machen Sport. Eigentlich all das, was der Berufsfeuerwehrmann auf der normalen Wachschicht auch macht. Der erste Einsatz war ein Brandszenario. Hierbei wurde eine Verpuffung in einer Scheune eines Gemüsebaubetriebes angenommen. Wir sind ausgerückt mit zwei Löschfahrzeugen und einem Krankentransportwagen sowie einem Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr. Beim Eintreffen hat sich die Lage wie folgt dargestellt. Eine stark verrauchte Scheune mit einer verletzten Person davor, die darauf hingewiesen hat, dass sich noch zwei ihrer Kolleginnen und Kollegen im Gebäude befinden. Daraufhin haben wir eine Löschversorgung aufgebaut, haben einen Trupp der Jugendlichen unter Kreislaufatmung, also unter schweren Atemschutz reingeschickt. Natürlich war der Atemschutz noch angedeutet, weil die Jugendlichen dürfen noch keinen Atemschutz tragen. Diese sind dann rein zur Personenrettung, haben dann eine vermisste Person gefunden, die verschüttet war, und eine weitere Person, die sich auch im Gebäude aufgehalten hat und verletzt war. Daraufhin wurde ein zweiter Trupp reingeschickt. Während der zweite Trupp reingegangen ist, es ist leider zu kommen, dass ein Kamerad des Truppes einen Atemschutznotfall erlitten hat. Das heißt, er ist zusammengebrochen, natürlich nur gespielt, fiktiv. Daraufhin musste wieder ein zweiter Trupp rein, musste ihn retten. Die zweite verletzte Person wurde dann auch reanimationspflichtig. Das heißt, sie musste von der Jugend, der ASB-Jugend Erlangen wiederbelebt worden. Das haben wir dann mit einer Reanimationspuppe gemacht, mit einer professionellen. Und nachdem dann alle verletzten Personen geborgen waren, wurde angenommen, das Gebäude ist gelöscht. Ich war mit dem Einsatz sehr zufrieden. Also die Jugendlichen dafür, dass sie noch in der Jugendfeuerwehr sind, haben eine professionelle Arbeit gezeigt. Sie haben sich an alle Regeln gehalten, die wir bei der Feuerwehr haben, an alle einsatztaktischen Grundsätze. Und ich muss sagen, der erste Einsatz ist super gelaufen und ich bin gespannt auf die weiteren Einsätze. Ach du! Oh Mann! Ist das langweilig! Arm her! Ja, was kann ich denn dafür, wenn diese Gründlacher immer da sind? Immer die Gründlacher! Fällt dir denn ein? Alles okay? Ja. Stimmt, Alkohol, oder? Hallo! Hallo! Geh sie weg! Okay. Was ist hier los? Geh sie weg! Der mit dem Scheißdorf! Geh mal bitte weg von mir. Sind Sie verletzt? Servus, der Rettungsdienst. Ja, wir wollten hier rufen. Wisst ihr irgendwas? Ja, mit der Schlange auf. Ja, ich glaube, der hat was. Mit der Blut am Kopf da vorne. Ja, mit der da gerade. Okay, alles klar, danke. Abliegt. Okay. Komm gleich zu dir. Stopp! Was? Weiter! Nimm den mit! Nimm den mit! Okay, Stefan. Mit mir wohl sehen? Wir bräuchten hier an der Ziegelei. Einmal sitzen bleiben. Einmal sitzen bleiben. Tragestation und eine Notarzt. Nein, ich muss da jetzt nochmal hin. Nein, du bist nicht. Ich muss da jetzt nochmal hin. Lass mich rein. Mal durch. Ich muss da jetzt mal kurz zu dem Auto. Nein, du brauchst mal kurz. Ich muss da noch mal kurz zu dem Auto. Bleibst du mal da? Geh mal in die Richtung. Kommen Sie mal. Ich glaube, das muss nicht lang dauern, oder? Da rein? Ja, nein. Ja, das wird viel schneller. Sicher? Wie heißt du eigentlich? Stefan, ja. Weiß ich nicht mehr. Okay, zum Glück hat er nicht gewonnen. Wir warten noch kurz, bis der Arzt kommt, okay? Ja. Der gibt dann auch was gegen die Schmerzen. Und Alkohol. Das auch. Jetzt wird es aber unbequem langsam. Langsam wird es unbequem. So, hinten drauf. Außerdem, ich habe eine. Kannst du erstmal den Kopf ablegen, ganz kurz? Ja, mein Name ist Jonathan Hofmann. Ich bin jetzt seit knapp 4,5 Jahren bei der Feuerwehr.
Und mir macht es einfach unglaublich Spaß mit in der Kameradschaft und einfach, weil es auch was Sinnvolles ist und man davon was hat. Und grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, mal zur Berufsfeuerwehr zu gehen, aber da habe ich jetzt noch keine genauen Vorstellungen oder Pläne. Ich bin die Ann-Kathrin Lindner und ich bin seit knapp 3 Jahren in der Feuerwehr. Ich fand es da auch schon in der Kameradschaft, noch weil ich Menschen dann irgendwann noch helfen kann. Gefällt mir ja total gut und wegen Berufsfeuerwehr habe ich mir so nicht so viele Gedanken gemacht. Mein Name ist Daniel Kurz von der Feuerwehr Almershof. Das angenommene Szenario hier war, dass ein Gefahrguttransporter einen Passanten überfahren hat. Der Passant war dann unterm Fahrzeug auch eingeklemmt. Der Fahrer hat hektisch versucht, hinten das Gefahrgut in Sicherheit zu bringen, was ihm nicht gelungen ist. Das heißt, das Gefahrgut ist dann über ihn, über den Fahrer und über den Verletzten gelaufen. In der Leitstelle ging dann der Anruf ein, dass die Person überfahren wurde und dass die Leute schreiend umherrennen, weil die Flüssigkeit auf der Haut ist. Schwere Verätzungen, 2 verletzte Personen. Jetzt muss da mal was. Aua! Jetzt helfen wir doch! Hey, Kumpel, schau mal her! Schneller angerückt zur Notdekombination des verletzten Person. Hier an die Straße vor. Schlauchtrupp mit Notfallkoffer. Hier vorne bereitstellen. Hey, Carlo! Man, Hilfe kommt gleich. Hocken Sie sich mal bitte auf den Boden. Setzen Sie sich mal hin. Auf den Boden. Einfach hinsetzen. Ja, hierher. Setzen Sie sich mal hin. Schau da die Sauerei an. Ja, was haben Sie geladen? Ja, den ganzen Bart so ein wenig zusammengeschüttet, was man alles nicht mehr braucht. Was ist denn das da? Ja, Reinigungsmittel, es ist so Putzsäure, Scheiß. Ja. Schlauchtrupp zu mir. Schlauchtrupp, Achtung. Er hat sich mit Säure verätzt. Er ist mit Säure übergossen. Ah, jetzt schnell, Leute. Genau, wir müssen ihn jetzt schnell mit den Schnellangriffsschlauch runterkombinieren. Ah. Pass auf, wenn ihr ihn jetzt behandelt, dass er sitzen bleibt. Pass ein bisschen auf, hinter dir ist die Säure. Ein bisschen Abstand halten. Oh, genau. Vorsicht, pass ein bisschen auf. Der Wind steht in die Richtung. Also hier ein bisschen aus dem Gefahrenbereich. Geile Aua! Ah, so weh, hör auf! Hör auf! Tut alles weh! Mein Schäferlin ist gleich vorbei. Schön, jetzt könnt ihr aber gehen. Hier ist ein freier Pin, das ist ein Pfeiffer, aber nicht jetzt. Jetzt ist er privat. Da steht ein Auto. Entschuldigen Sie, entschuldigen Autos. Jetzt könnt ihr entschuldigen, wie Sie wollen. Es ist hier ein freier Parkplatz. Ich glaube, ja, nicht zu viel rein. Nein. Sie gehen jetzt. Sehe ich gar nicht ein. Sie müssen jetzt hier weg. Warum? Du stehst doch auch hier. Ja, das ist genau dasselbe. Ich darf hier stehen. Sie dürfen nicht. Sie sind keine Einsatzkraft. Ja, und? Ja, deswegen dürfen Sie nicht auf den so ein freier Parkplatz. Sie wollen jetzt nach 8 Uhr einkaufen. Ja, nach 8 Uhr ist es ein Privatparkplatz. Nein. Haben Sie schon mal was von ab 24 Stunden Apotheke? Das ist keine 24 Stunden. Ich. Gehen Sie bitte in das Absperrband. Wir arbeiten hier und wir können keine Zuschauer gebrauchen. Sie können gerne hinter das. Sie können gerne 5 Meter hinter das Band gehen. Schauen Sie mir in die Augen. Keine Diskussion. Gehen Sie bitte hinter das Absperrband. Gehen Sie hinter das Absperrband. Lassen Sie mich los hier. Wenn Sie nicht gewalttätig sind, gehen Sie einfach. Wenn nicht gewalttätig. Gehen Sie hinter das Absperrband. Bitte sofort. Ich habe... Lass mich loslassen. Hinter das Absperrband.
Absperrband, jetzt sofort, weil das Vorschrift ist, jetzt. Kannst du den Oberkörper hochtun? Ist doch alles so weh. Soll ich die Beine nehmen? Aua! Ist das so weh! Aua! Ist das so weh! Auf Facebook stellst du irgendwie leider doch nicht mit. Also, weh. Da geht's auf. Sie hat keinen Unfall. Eine Decke. Die Person ist mit Säure übergossen. Die übernimmt jetzt vom Rettungsdienst ans Beinbord, lagert ihn aufs Beinbord und schickt ihn hier einmal durch die Dekon. Jetzt nimm mal den Kopf. Säure drauf? Ja. So, kein, die Decke geht nicht gescheit. Ab ins Auto, sofort. Ja. Festmachen und du müsstest der Decke aufpassen. Jetzt muss ich halt, ne? Okay, lockt das Auto, Janne. Ja. A, B, C. Kann der aber kein Breathing zum gleichen eventuell übernehmen? So, und Moment sofort. Und Schmerzmedikamente. Wir geben Ihnen jetzt Schmerzmittel, ja? Ja. So, dann mache ich jetzt die erste Übung. Ist das richtig? Hier. Ich passe Sie mal kurz ab, ja? Können Sie mir noch mal genau erklären, wie das passiert ist? Ja, aber Sie sind nicht gestorben, nicht angefahren worden? Nein, ich bin über die Land, also in den Rhein gefahren. Okay. Hier irgendwas, das wehtut? Probieren euch jetzt. Komm, ich habe mich raus hier! Raus! Ja, tut aber weh? Ja, und wenn dann schauen, was ist hier? Ja, wenn dann schauen, was ist hier? Halt! Es tut weh! Hat sie Verletzungen? Es tut voll weh! Gut, packen wir mit rüber, abwaschen zum Rettungsdienst. Kommen Sie jetzt mit? Die hat gemeint, das Opfer sind immer tot. Opfer sind immer tot. Aber er ist ja kein Opfer. Immer. Ey, die Dekon, ey, mach ein bisschen hin. Sie haben ja eine dekontaminierte Person. Ja. Okay, wasch jetzt in der Hand mit Wasser ab. Sophie, mach bitte hier die Jacke und schmeiß den haben wollen würde. Krieg ich jetzt was gegen die Schmerzen? Warum krieg ich nichts gegen die Schmerzen? So nicht behalten. Wow. Das erste HLF war dann recht schnell vor Ort, hat dann die Lage gleich erkannt, hat dann gleich ein zweites HLF nachgefordert und der ASB von Erlangen-Höchstadt kam dann auch gleich noch mit und haben dann die Patienten versorgt. Das hat sehr gut funktioniert, die Lage war sehr schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr hat dann sehr zügig eine Dekontaminationsstelle aufgebaut, wo die Patienten dann dekontaminiert wurden. Dann gab es noch Probleme mit den Gaffern, ist auch noch ein Gaffer reingerannt und hat an den Kanistern rumgespielt, hat sich dann auch noch die Hände verätzt, wurde dann auch behandelt und alle vom Krankenwagen dann abtransportiert.